Hallo MOBA-Fans, heute gibt es mal wieder ein kleines Update aus meinem Hobbyraum. Ja, was sich jetzt getan hat. Ich habe hier eine Pappröhre reingemacht mit Zeitung ummantelt erstmal und habe innen drinne 5 LEDs reingemacht, wie man sieht. Pappröhre halt sinnvoll genutzt. So, jetzt kriege ich mal erstmal wieder auch noch eine andere durch. So, hier habe ich angefangen zu altern. Alten Bahnhofsbereich. Also gesagt, Bahnhofsbereich, Industriebereich. Alles ein bisschen gealtert. So. Das ist halt die Pferderange. Dann habe ich am Viadukt noch eine kleine Veränderung vorgenommen. Ich habe noch Quertraversen reingemacht. Die müssen auch noch gealtert werden. Jetzt sieht das Viadukt naturgetreuer sah schon echter aus. Dann soll hier unten eine Veränderung noch vorkommen. Überlegen, dass ich da noch einen Bachlauf hinmache oder irgendwie sowas mit einer kleinen Brücke. Muss aber mal gucken. Und hier, sonst hat mit Schottern hat es noch nicht besser getan. Und sonst hat es großartig auch nicht besser getan. Aber ich halt, wie gesagt, wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich was. Hier drüben ist Abstelleinheit. Verlängert worden. Mit hinten oder Prellbock ist, habe ich über rote Dioden hingemacht. Hier hoch. Und da hinten ist eine rote Diode. So, dann habe ich hier halt schon mal schwarz angemalte Straße. Oder soll noch ein bisschen grün am Rand kommen. Soll halt alles ein bisschen begrünt werden. Und heute gibt es auf jeden Fall mal ein Vorvideo. Ein kleines. Hoffen wir, dass alles mal verläuft hier. Weil ich brauche unbedingt noch hier hinten Weichenantriebe. Zwei Stück. Müssen wir mal jetzt noch kurven. So, jetzt geht es hinten in die Backrohre rein. Tunnel genannt. Kommt sie hier rum. Vorführeffekt. Da war sie hängen geblieben vorne. Also, jetzt fahren wir mal in den Bahnhof rein. Abgestellt. So, was mal gucken, wie hier hinten eingestellt ist. Gut. Darauf jetzt auch ruhig mal meine Masuren machen. Wie gesagt, den Gepäckwagen hinten dran, der rote, plus ein Kesselwagen, der blaue hier, und
Ach so. Und der Kühlwagen habe ich für 5 Euro bekommen bei meinem Kumpel, der Antiquitäten hat. 5 Euro bekommen. Die 3 Stück zusammen. Naja, das war's erstmal. Sonst hat sie eigentlich nicht besser getan. Außer, wie gesagt, hier die Quertraversen. Ich habe mir extra noch ein paar Videos dazu angeguckt gehabt. Ich hatte hier noch Ersatzteile rumliegen und habe mir die gedacht, oh, du kannst hier eins annehmen. Müssen bloß noch gealtert werden. Dann halt auch gräulich oder schwarz gemacht, muss man mal gucken. Brauche ich aber erstmal Speziallack dafür. Dann das hier hinten, die Pappröhre, die wird noch, ist auch schon dunkel gemacht, grau. Das ist aussieht wie ein Berg, vielleicht kommt noch ein bisschen was Grünes an. Ich gucke davor, davor ist ja noch eine Straße. Hinter den Bäumen und dem neben der Pappröhre geht dann eine Straße entlang und das wird alles jetzt so noch in Angriff genommen, so wie ich halt Zeit habe. Na gut, das war's erstmal wieder. Kurzes Update mit einem kleinen V-Video und wir hören uns auf jeden Fall, wie es weitergeht. Und bis zum nächsten Video. Grüße alle MOBA-Fans und könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen oder noch ein paar Anregungen reinschreiben. Bis denn. Macht's gut.